Ja. So? Ja. Ja, Resolution zur Erhalt des Kreiskrankenhauses oder wie ist das zu verstehen, Björn Jäger? Das geht nicht um das Erhalt, sondern dass wir die Qualität weiterentwickeln und dass wir die Qualität halten. Der Erhalt ist nicht in Frage gestellt. Im Gespräch ist ja die Fusion mit Korbach. Die Gespräche sind quasi erst Vorgespräche. Rainer Hesse, Kreistagsvorsitzender, ist das richtig? Ja, wir sind, glaube ich, am Anfang eines Prozesses, der angestoßen wurde. Und positiv ist halt zu bewerten, dass beide Betriebsräte sowohl in Korbach als auch in Frankenberg schon zugestimmt haben und wir eine Fusion der beiden Häuser anstreben. Aber wie gesagt, wir sind am Anfang und wichtig ist halt, dass beide Häuser erhalten werden, dass die ärztliche Versorgung in Waldeck-Frankenberg auf hohem Standard erhalten wird und wir zukünftig an beiden Standorten auch weiterhin leistungsgerecht tätig sein können. Ja, Björn Jäger, das ist ja das, was Frankenberg auch möchte. Auch der Förderverein möchte, die Qualität soll nicht leiden. Aber gegen eine Straffung, zum Beispiel der Verwaltung, hat man nichts. Nein, es geht um die Leistung. Und wir als Frankenberger wollen... Um die ärztliche Leistung, um die pflegerische Leistung. Um die komplette Leistung in dem Krankenhaus für die Patienten. Und wir als Frankenberger wollen natürlich ein klares Signal senden. Und halten, stehen natürlich hinter unserem Krankenhaus. Der Ältestenrat, der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung sowie die Bürgermeister und Stadtverordneten bzw. Gemeindevorsteher haben sich auch dafür ausgesprochen. Also die Resolution ist jetzt vom Stadtparlament einstimmig eingebracht worden, überparteilich eingebracht worden. Und das ist ja das Gremium, wofür ich jetzt hier stehe. Und da gab es ein ganz klares Statement für den Erhalt des Frankenberger Krankenhauses und die Leistung des Frankenberger Krankenhauses. Der nächste Schritt, Rainer, ist, das wird jetzt den Gremien im Kreistag zur Verfügung gestellt, ja. Wird diskutiert und irgendwann wird es vielleicht auch im Kreistag mal besprochen. Ja, ich nehme die Resolution der Frankenberger natürlich gerne jetzt mit nach Korbach in die dortigen Gremien. Und wie der Björn eben schon gesagt hat, ist, glaube ich, seitens des Landrates und seitens des Kreisausschusses auch sehr viel Transparenz mittlerweile in dem Thema drin. Es wurden nicht nur die Bürgermeister im Altkreis, die Stadtverordnetenvorsteher, sondern halt auch die Frankenberger Gremien jetzt informiert, wie die weiteren Schritte des Landkreises aussehen. Und wir hoffen, dass wir da gute Ergebnisse in den nächsten Monaten präsentieren können. Im Korbacher Stadtkrankenhaus ist die Stadt Korbach mit involviert, in Frankenberg nur der Kreis. Könnte man in Zukunft darüber nachdenken, ob auch die Stadt Frankenberg hier beim Kreiskrankenhaus Frankenberg beteiligt wird? Sicherlich ist das auch möglich. Wir müssen ja mal sehen, in welcher Gesellschaftsform das zukünftig weitergeführt wird. Aber ich glaube, das ist der dritte Schritt, bevor wir überhaupt erstmal, aber dass wir natürlich die Frankenberger Gremien als Landkreis auch gerne mit dazu nehmen, dem steht sicherlich nichts im Wege.